Trommelklänge quer durch die Stuttgarter Innenstadt. An diesem Pfingstmontag ziehen Kirchenvertreter aus der ganzen Welt durch die Straßen. Sie feiern das Fest der weltweiten Kirche und Mission. Der Tag begann in der Stiftskirche mit dort ungewohnten Klängen. Passend zu Pfingsten dreht sich alles um das Thema Sprache. Was für Hindernisse sie haben kann, wie sie aber auch verbinden kann und wie es klingt, wenn alle auf einmal beten, jeder in der eigenen Sprache. Es geht weiter in den Hospitalhof und auch dort kann der Regen nichts an der guten Stimmung ändern. Das Fest steht unter dem Motto, da weht Freiheit. Vertreter aus verschiedensten Ländern kommen zu Wort, auch wenn den einen oder anderen Besucher mehr das kulinarische Angebot reizt. Dazu gibt es auch Musik der verschiedensten Gruppen, wie hier aus Äthiopien. Oder hier aus Korea. Unter Leitung von Felix Beck gibt es auch eine Theaterperformance. Menschen von überall her berichten von Problemen in ihrer Heimat. Problemen wie Sexismus, wenn die Tochter kein Geld zum Studieren bekommt. Oder wenn sich Eltern in einem Kriegsgebiet immer Sorgen um ihre Kinder machen müssen. Wo bist du? Ich bin zu Hause. Am späten Nachmittag ist aber auch bereits wieder alles vorbei. Die kulinarischen und musikalischen Eindrücke halten aber sicher noch länger vor.